Hallo und schön, dass du dabei bist. In diesem Mathematikvideo geht es um das Thema, wie wende ich am rechtwinkligen Dreieck die Tangensfunktion an. Für die Tangensfunktion benötigen wir zwei der hier drei angegebenen Werte, um einen dritten Wert bzw. um den dritten Wert zu berechnen. Wir schauen uns das Beispiel an. Der Winkel ist gesucht. Gegenüber von dem Winkel liegt die Gegenkathete mit 6 cm. Anliegend von diesem Winkel aus liegt die Ankathete, ebenfalls mit 6 cm. Wir schauen, die Gegenkathete ist gegeben, die Ankathete ist gegeben und somit können wir Alpha berechnen. Die Gegenkathete beträgt 6 cm, ebenfalls die Ankathete. 6 durch 6 macht 1, das lernen wir schon in der Grundschule. Jetzt musst du Tangens invers auf deinem Taschenrechner eingeben. Tangens invers 1. Und dann erhältst du einen Winkel 45 Grad. In dem zweiten Beispiel können wir nicht ganz so einfach runterrechnen, sondern wir müssen die Formel ein bisschen umstellen. Wir schauen uns dieses rechtwinklige Dreieck an. Wir haben einen Winkel gegeben von 51,34 Grad. Ausgehend von dem Winkel die Ankathete mit 8 cm. Was ist gesucht? Die gegenüberliegende Seite, die Gegenkathete. Alpha beträgt 51,34 Grad. Die Gegenkathete ist gesucht und die Ankathete beträgt 8 cm. Tangens 51,34 Grad ergibt 1,25. Jetzt nehmen wir mal 8, um den Nenner frei zu bekommen. Und somit beträgt unsere Gegenkathete 10 cm. Schön, dass du dabei warst. Tschüss!